Im Jahr 2022 wird Marmut 800 Jahre alt und alle Schulen feiern mit. Zu diesem Anlass wird Marmut am Tag der Stadtgeschichte zu einem lebendigen Geschichtsbuch. Über die vielen Projekte von Kindern und Jugendlichen hätte sich der Reformpädagoge Adolf Reichwein sicherlich sehr gefreut. Er liebte Projektarbeiten und freies Arbeiten. Er sagte: Was die Hand geschaffen hat, begreift der Kopf umso leichter. Dieses Zitat steht auch auf einem Stolperstein zur Erinnerung an Reichwein auf unserem Schulhof. Adolf Reichwein kam im Jahr 1920 im Alter von 22 Jahren nach Marmut und setzte sein Geschichts- und Philosophiestudium fort, welches er vorher in Frankfurt begonnen hatte. Während seiner Studienzeit hier in Marmut lebte Adolf Reichwein in der Nikolaistraße hier, zwischen dem Oberstadtmarkt und der Lutherischen Pfarrkirche. Hier tagte auch die akademische Vereinigung, welcher er angehörte. Seine drei Studienfächer waren Geschichte, Literatur und Volkswirtschaft. Außerdem hatte er viel Interesse an Musik, Kunst und Literatur. Außerdem an Sport, Flugzeugen und außerdem ausgeprägte Wanderungen. Außerdem war er Teil der Wandervogelbewegung. In dieser ging es darum, die Natur bewusster als Lebensraum wahrzunehmen. In den Jahren 1921 bis 1923 erwarb er seinen Doktortitel durch die Arbeit über die kulturellen Beziehungen zwischen China und Europa. Nachdem Reichwein Marmut verlassen hatte, arbeitete er in vielen verschiedenen Bereichen, zuerst in der Erwachsenenbildung, in der Bildungspolitik, in der Lehrerausbildung, dann als Pädagoge und auch als Museumspädagoge. Im Jahr 1930 wurde er Professor für Pädagogik an der Pädagogischen Akademie in Halle, wo er seine Frau Rosemarie kennenlernte. Mit ihr gründete er eine Familie, der vier Kinder entstammen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Adolf Reichwein aus dem Staatsdienst entlassen, weil er Mitglied der SPD war. In den kommenden Jahren arbeitete Reichwein als Lehrer an einer Volksschule in Tiefensee in Brandenburg. Hier konnte er zwischen 1933 und 1938 seine reformpädagogischen Ideen ausprobieren. Reichwein wollte den Unterricht lebensnah gestalten und an die Bedürfnisse Jugendlicher ausrichten. Ihm war wichtig, dass seine Schüler und Schülerinnen lernen, ihr eigenes Leben und die Gesellschaft aktiv zu gestalten. Persönlichkeitsentwicklung, Naturverbundenheit, Handlungsorientierung, also die Verbindung von Theorie und Praxis, spielten in seiner Pädagogik eine große Rolle. Adolf Reichwein ist aber nicht nur als Reformpädagoge bekannt geworden, er war auch Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus in der Gruppe Kreisauer Kreis. Während des Krieges hatte seine Kritik am politischen System immer weiter zugenommen, sodass er sich aktiv gegen das totalitäre Regime wandte. Ziel der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis war es, in Deutschland eine Demokratie aufzubauen, sobald das nationalsozialistische Regime überwunden wäre. Dafür wollten die Mitglieder der Widerstandsgruppe eine Verfassung ausarbeiten. Reichweins Aufgabe bestand darin, das Bildungsprogramm der Zukunft zu entwerfen. Er sollte in der neuen Regierung nach dem Systemwechsel Kultusminister werden und Kindern und Jugendlichen Demokratiebewusstsein vermitteln. Über das Bildungskonzept hinaus koordinierte er die Arbeit innerhalb des Kreisauer Kreises und hielt auch Kontakt zum militärischen und auch zum kommunistischen Widerstand. Dass sein Einsatz für Freiheit und Demokratie gefährlich für ihn sein würde, wusste Adolf Reichwein genau, doch er war überzeugt, in der Entscheidung gibt es keine Umwege. Reichwein wusste über die Pläne einiger Generale, bald ein Attentat auf Hitler zu verüben, um die Diktatur zu stürzen. Er kam in einen Gewissenskonflikt. Einerseits hasste er Gewalt, weil er überzeugter Christ und Pazifist war, andererseits hoffte er auf den Sturz der Diktatur und das Ende dieses brutalen Krieges. Bei einem Treffen mit dem kommunistischen Widerstand geriet Adolf Reichwein ins Visier der geheimen Staatspolizei. Ein Spitzel hatte ihn verraten. Nach seiner Verhaftung am 4. Juli 1944 wurde Adolf Reichwein schwer gefoltert. Trotzdem gab er die Pläne nicht preis. Das geplante Attentat auf Graf Schenk von Stauffenberg und Beck auf Adolf Hitler scheiterte am 20. Juli 1944. Daraufhin wurden die Mitglieder der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis verhaftet und am 20. Oktober 1944 kam es zu einem Schauprozess, bei dem Adolf Reichwein zum Tode verurteilt wurde. Seine Frau und Kinder überlebten den Krieg. Nach dem Krieg hat Reichweins Einsatz für Demokratie und sein Einsatz für junge Menschen deutschlandweit viel Anerkennung gefunden. In Marmut erinnern eine Gedenktafel, das Adolf-Reichwein-Haus sowie die Adolf-Reichwein-Schule an sein Leben und seine Werke. Die Erinnerung an einen so wichtigen und mutigen Pädagogen darf am Tag der Marmuter Stadtgeschichte natürlich nicht fehlen. Stellt euch einmal vor, ihr könntet Adolf Reichwein treffen. Welche Fragen würdet ihr ihm stellen? Welche Probleme im Schulsystem und welche Reformierideen würdet ihr gerne mit ihm diskutieren? Was macht einen guten Unterricht aus? Wieso lohnt es sich heutzutage, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen? Und was werdet ihr aus Reichweins Leben und Werk in Erinnerung behalten? Wir wünschen euch viel Spaß beim Diskutieren.